Ja, hallo, Rosenstock TV, heute live auf dem Sommerfest der GBG in Drispenstedt. Ein tolles Wetter, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Die Leute sind gut drauf, man freut sich, jung und alt hier zusammen. Ganz viele unterschiedliche Menschen aus vielen Ländern wohnen hier in Drispenstedt und haben einfach Spaß zusammen. Wir wünschen der Veranstaltung viel Erfolg und alle sollen ganz viel Spaß haben. Ich bin hier zu Hause. Ich wohne schon über 40 Jahre. Ist die Frage beantwortet? Ja. Nach 40 Jahren müsste man sich doch wohlfühlen, oder? Das denke ich, na klar. Stadtteilfest in Drispenstedt. Welches Interesse hat die GBG daran, sowas hier mit durchzuführen und mit zu unterstützen? Gut, also das Grundinteresse an dem Stadtteiltreff ist gar kein GBG-Interesse. Der Stadtteiltreff gibt es ja schon, das Stadtteilfest gibt es durch den Stadtteiltreff schon seit 8 Jahren. Und dann ist dieses Fest eigentlich am Ende ein großes Dankeschön an alle Initiativen, Vereine, Institutionen, was hier vor Ort ist. Ein bisschen Werbung in eigener Sache natürlich auch immer, ne? Und eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine kleine Wiedergutmachung auch für all die Aufwendungen und Umstände, die die Bewohner hier dieses Jahr, im letzten Jahr schon und auch in den nächsten Jahren durch die umfassenden Modernisierungen dann halt zu ertragen haben. Ja, ich bin total begeistert, wie vielfältig das Angebot ist und habe mir gedacht, auch ich auf dem Sonnabendabend mal, ne, entspannten Alster trinken und mal gucken, und die Jungs haben es ja echt drauf. Na, angefangen mit Matthew Gray, total geil, mag die sowieso. Und Alan Ford ist natürlich eine ganz andere Geschichte, auch sehr geil. Und jetzt freue ich mich auf Matsu Mix und die warmen Mahlzeiten. Und ich hoffe, sie spielen mit dem Schnellkochtopf. Okay. Danke dir. Ja, sehr gerne. Oh, ein Döner Laden angekommen, setz ich mich an die Bar. Was ich hier will bei meinem Kurs, das ist ja wohl klar. Denn der Rani möchte ich guter Schnaps im